So, ich muss eine Richtigstellung machen. Weil dieses Video irgendwie drei negative, das ist ja okay, aber die drei positiven, wenn ich irgendwie was Falsches erzähle und dann noch so böse mit die Lüge und die Nazi-Wissenschaftler. In meinem kleinen neuen Mini, das ist mein kleiner Elektrolaster. Hat zwar nur 13 Grad, aber dafür reichen irgendwie auch der Lüfter mit so im Schnitt 200 bis 300 Watt. Ja. Okay, ich fange halt jetzt mal hier an, das zu erklären. Weil ich hatte halt hier, also der Ausgangspunkt war hier so die, dass sie halt irgendwie die Toten so mit spanische Grippe und AIDS so in einen Topf werfen, ja, und dass hier dann so 30.000 Tote 2020, inzwischen sind es sogar, wo haben wir es hier irgendwo, wo hier da fast 40.000 Tote. Und dann habe ich halt die Statistiken geguckt, aber mein Fehler war halt, ich habe hier so eine vorläufige aus dem Juli nur gefunden und die habe ich dann eingebaut und die ist zwar hier korrekt mit den 39.000 Gesamttoten, aber die haben praktisch hier die Krebs- und die Reisserkrankungen, das waren noch nicht alle, also das hat sich halt im Verlauf erst nachträglich erhöht, so dass ich dann halt hier mit den 30.000 und dann habe ich es halt hier verglichen mit den, wie denn eben die Vorerkrankungen, die beiden Risikofaktoren und das waren dann halt genau praktisch die, dass praktisch die Corona-Toten eigentlich alle krebskrank sind oder Herz-Kreislauf. Aber wie gesagt, das war leider falsch. Und inzwischen, ein paar Tage später, ist dann auch jetzt schon die 2020 offiziell hier drin. Und da sieht man jetzt hier auch gleich, dass es dann eben hier nachträglich irgendwie dann noch zugeordnet worden ist. Während in dieser Tabelle hier, da war zwar eben schon so, die letzte Zahl war zwar die Gesamttoten, aber hier oben die ganzen Zahlenzuordnungen waren halt noch nicht vollständig. Ja, mein Fehler und ich bin auch so ein bisschen dann drauf gekommen, weil von hier sind es halt auch irgendwie 45.000 Tote mehr, weil halt die Bevölkerung immer größer wird, also jetzt die Nachkriegsjahrgänge, jetzt sterben die Menschen, die nicht im Krieg gestorben sind, deswegen werden es halt immer mehr. Und obwohl es 45.000 mehr geworden sind, 33.000 weniger von den 70% Herz-Kreislauf und oh, hier seid ihr, Herz-Kreislauf und Krebs. Deswegen, das kam mir schon komisch vor und deswegen habe ich das dann irgendwie dann nochmal nach irgendwie überprüft und habe dann halt jetzt eine neue Tabelle gemacht, mit der ich das halt irgendwie klarstellen will. Also da sind halt jetzt hier die 2020, ja, sind halt irgendwie, wo haben wir es? Sind insgesamt sogar mehr geworden, ja, also nicht irgendwie, wie es hier hatte, minus 33.000, sondern nein, es sind auch mehr geworden. Allerdings sind eben auch 46.000 Menschen mehr gestorben und eigentlich sind ja 70% davon diese beiden hier, genauer gesagt habe ich das dann hier mal gemacht, also sehr schön, es wird weniger, also vor 10 Jahren sind noch 66, also 2/3 aller Menschen an Krebs und Herz-Kreislauf und inzwischen sind es angeblich nur noch 57,8, davor waren es 59,8, also habe ich mir mal angeguckt, wie denn das sich verändert und im Durchschnitt geht halt jedes Jahr, verbessert sich durch gesündere Lebensweise oder durch die bessere ärztliche Krebsvorsorge etc. um 0,74 Prozentpunkte weniger. Ja, deswegen ist jetzt hier diese minus 2,1 ist eben auch schon wieder so ein bisschen verräterisch. Ja, also sind es wirklich nur 6.700, obwohl wir 46.000 Tote mehr haben. Deswegen habe ich da eben jetzt mal gesagt, okay, das ist halt, eigentlich hätte das nicht minus 2,1 sein müssen, sondern 0,8. Also es war zwar 2009 zu wenig, von daher kann man sagen, okay, jetzt wird nachgeholt, deswegen ist die Gesundheitsvorsorge irgendwie, war hier noch nicht spürbar, aber 2020, aber davor war ja auch mit zweimal minus 1,1 zurück, deswegen die 0,8. Deswegen eigentlich müssten die 57,8 Prozent, die halt jetzt hier in ihrer Statistik haben, müssten meiner Meinung nach eher 59,1 sein.
Und dann 59,1 von diesen zusätzlichen Toten, die ich halt jetzt hier eigentlich dazu kommen, wären dann 27.000. So, also die sagen halt, es sind nur 6.700, aber ich sage jetzt irgendwie ausgehend von diesen zusätzlichen hier, die sind 27, also müssen wir jetzt die 39.000 plus die 6.700 minus 27.000 kommt halt 19.000. Und ja, ne, ist jetzt, also das hätte ich jetzt kein Video gemacht, ist in der Berichtigung muss ich jetzt machen irgendwie. Also es ist, ich bestreite ja auch gar nicht irgendwie, dass Corona schon eben tödlich ist. Das war dann hier wieder der Aufhänger. Ich muss ja hier sehen, ich hatte halt hier den lieben Boris Palmer immer, der da halt mit dem halben Jahr und sowieso tot, was ich halt gut fand, weil er hat es nämlich eigentlich gemacht, was dann halt untergegangen ist, um halt zu sagen, wir sollten nicht so ein Breitbandspektrum machen, sondern uns konzentrieren auf die Risiko. Gruppen und wir hätten halt die Chance nutzen können, indem wir Vorsorgeuntersuchungen machen, ja, halt wirklich Krebsvorsorge etc., um halt diese Risikopersonen zu identifizieren und die halt dann zu schützen. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, die ganzen Politiker, Ärzte, ist alles so zum Kotzen, also solche heuchelnden, verblödeten Lügner. Ja, zum Beispiel jetzt, man könnte eben jetzt, wo sie jetzt irgendwie alle geimpft sind, dann wirklich die Risikopatienten denen irgendwie erlauben, eine FFP3-Maske zu tragen. Ja, ist aber nicht erlaubt. Das sind die mit dem Ventil. Die sind nämlich so dicht, dass da wirklich zu 100% kein Virus durchkommt. Ja, aber dann kann man halt so schlecht atmen und deswegen muss beim Ausatmen irgendwie, ist dann ein Filter, aber es ist halt verboten. Es muss halt eine geschlossene Hülle sein. Ja, deswegen ist immer, war vorher vielleicht okay, weil man schützt ja auch die anderen. Aber da ist jetzt eigentlich diese Idee, wenn man sich halt auf diese Risikopatienten, dann hätte man denen irgendwie dann, anstatt jetzt allen irgendwie verboten und nichts mehr tun und Masken irgendwie, vielleicht den Risikopatienten eher die FFP3-Maske bezahlen sollen. Ja, denn das, so ging das dann halt im letzten Video. Ja, inzwischen, ne, massiver Anstieg von Krankheiten, weil halt irgendwie gut 41% der Patienten irgendwie, also was jetzt noch gemeldet wird, lässt sich kaum noch operieren, ja. Und die WHO halt auch so von unentdeckt, ja, aber da gleichzeitig so, oh, böse WHO, die WHO hier, da, wo steht das? Das ist eine Meldung von der WHO mit den 15 Millionen. Zurück. Ja, deswegen war halt dieses hier, dieses Offensichtliche, dass die gestorben sind, die waren alle krank, deckt sich halt so ein bisschen, also ist die Aussage von dem lieben Boris Palmer. Ich habe das dann aber, wo sind wir jetzt hier zurück? In der Playlist, habe so eine kleine Playlist gemacht, ich habe ja so 33 Minuten, ich komme da auf 2,5 Jahre. Ja, also das ist schon so statistischer Beweis, den ich da führe und deswegen, naja, irgendwie ein bisschen komplizierter. Und deswegen hat es mich dann auch überrascht, dass ich jetzt hier in dem Ergebnis schon in dem ersten Jahr wirklich alle, die gestorben sind, sind auch irgendwie Krebs oder Herz-Kreislauf. Ja, eigentlich bei 2,5 Jahren sollte es ein bisschen weniger sein und deswegen kann ich jetzt immer noch sagen, ja, auch die 12.000, die 20.000, die hier gestorben sind, ja, davon sind auch sehr, also ein großer Anteil, die eben keine 9 Jahre irgendwie gestorben wäre. Und deswegen, so, damit möchte ich das eben eigentlich dann abschließen. Ja, ich mache nämlich jetzt, ne, also jährlich irgendwie 74.000 Tote an Alkohol. Beim Rauchen, das sind die Alkohol, das sind eigentlich alles Raucher, aber Rauchen 140.000 und die Fettleibigkeit 160.000, ja. Da könnte man ja auch einen Lockdown machen, ja, und die ganzen Alkoholregale räumen etc. Und die Fettleibigkeit, die gesunde Ernährung und das offenbart halt, es geht hier eigentlich gar nicht darum, den Schutz jeden einzelnen Menschenlebens, ja, es geht irgendwie, ist so meine Meinung, ja, kann ich jetzt, ist halt jetzt wie ein etwas breiteres, weil ich jetzt nicht so spezifisch auf eines gehe. Ist für mich eigentlich völlig klar, dass halt vor der Corona-Krise, da war Fridays for Future und die Greta Thunberg, da waren sie auf den Straßen, die jungen Massen und die CDU war völlig abgeschrieben. Ja, und deswegen, das war halt eine tolle Sache, dass man wegen Corona jetzt mal so ein bisschen Führungsstärke und alles wieder so, ne, und klingt jetzt nach Verschwörungstheorie, ist aber eigentlich keine. Weil es, ich meine, das wissenschaftliche Experiment, oh, inzwischen.
Dann haben wir hier 14,3 Grad. Es ist offensichtlich, ich könnte eine psychologische Studie machen, ja, dass so zwei Gruppen, die eine hat praktisch die Macht und etwas zu verbieten und die andere Gruppe, die muss erst etwas erreichen und muss dafür halt irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und diese beiden Gruppen, und wenn man denen jetzt die Frage stellt, irgendwie sollen wir einen Lockdown machen, dann wird offensichtlich die Gruppe, die an der Macht ist, die irgendwie davon profitiert, dass halt jetzt die Öffentlichkeit runtergefahren wird, wird eher dazu tendenzieren, das praktisch jetzt, ne, so voller Corona-Lockdown und mal ein bisschen konservative Stärke zeigen, während diese Gruppe, die Veränderung machen will, die wird eher bereit sein. Also das ist, ich meine, man könnte jetzt eben eine Studie machen und mal wirklich sagen, wie viel Prozent der Unterschied ist, aber es ist offensichtlich, dass diese Situation bestanden hat. Ja? Und deswegen ist, geschieht Ihnen ja recht, dass die CDU trotzdem irgendwie nicht gewonnen hat, obwohl sie es ja ziemlich weit gebracht haben. Und deswegen, wenn es halt wirklich hier um das Leben geht und dass man halt hier, der liebe Boris Palmer wieder, der halt so komische, provokative Sachen, der halt noch sein Hirn benutzt und nicht irgendwie nur rumheuchelt, ja, dann bitte hier, ja, also ich meine die Tempo 100 natürlich auch, aber die Verkehrstoten sind ja nur so 9.000 bis 10.000 Tote und deswegen... Ja, aber hier wirklich, und deswegen hier Test Übergewicht, damit möchte ich eigentlich abschließen, weil in meiner Playlist, ich erzähle eben wirklich nur noch einen Bruchteil von dem. Ich hatte hier so ein schönes Video, das eben, das ich habe inzwischen drei unterschiedlich wirksame, wissenschaftlich belegte Pfade, die meine keto-vegane Diät zu also ich könnte fast sagen, niemand müsste an Corona sterben, wenn ihr euch alle keto-vegan ernährt, ja. Und das erste war eben hier, das wirklich, das Video könnt ihr ja schauen, das sind dann die ganzen wissenschaftlichen Links, dass eben ACE2, das ist dieser, wo die andocken und in die Zelle gehen, und ACE2 gehört zu ACE, die sind irgendwie, wenn der ACE, die sind so ein Gegenspiel, diese beiden Proteine auf der Oberfläche, ja, und die ACE steht im Zusammenhang mit Zucker, mit Glukosestoffwechsel, und wenn man halt irgendwie ketogen sich ernährt, also ohne Kohlenhydrate, dann gibt es Wissenschaftler, mehrere Tierversuche etc., dass diese ACE2-Rezeptoren irgendwie weniger exprimiert werden, sogar in die Blut abgestoßen werden und dann im Blut praktisch als da heften sich dann die Viren an, können aber nicht in die Zelle eindringen, weil die schon abgestoßen sind. Das war das Erste. Ja, das Zweite kann ich jetzt nur hier, da. Das war die Charité hier mit dem Drosten irgendwie, also nicht er, aber Charité. Dass eben die Viren vermehren sich halt in der Zelle, bis sie am Ende platzt, so ungefähr. Ja? Und das ist natürlich nicht gut für die Zelle. Und Zellen haben halt eigentlich diesen Selbsttötungsmechanismus, diese Autophagie. Dass sie praktisch irgendwie sich selber, was halt bei Krebs dann eben auch irgendwie nicht mehr funktioniert, aber auch bei Viren, wenn die halt so eine Zelle übernehmen, macht eigentlich die Zelle irgendwie lieber einen Selbstmord. Ja, aber die Zellen, es gibt halt Viren, die dann diesen Prozess hemmen, diese Autophagie. Ja, deswegen haben die halt hier diesen Ansatz gemacht, dass sie halt irgendwie mit Spermidin und irgendwie so ein Bandwurmmittel diese Autophagie anregen und haben dann, ich weiß jetzt nicht mehr, so 95% weniger Viren. Die Spermidin war es sogar 90% weniger Viren. Ja, ist dann einfach mal untergegangen und nichts, aber ketogene Diät ist genau das Simulieren des Fastens. Ja, weil der Körper braucht halt eigentlich keine Kohlenhydrate. Ist nicht essentiell. Aber bestimmte Zellen, ich glaube die Blutzellen, die können keinen Fettverstoff wechseln. Also die brauchen Zucker. Weswegen der Körper halt notgedrungen, wenn er keine Kohlenhydrate mehr gibt, muss er selber irgendwie, und dann nimmt der alte Proteine, die er nicht mehr braucht, und macht die Zellen machen dann halt diesen Autophagie und zerlegt die, um Glukose herzustellen für die roten Blutkörperchen. Deswegen habe ich zum Beispiel, irgendwie macht das ja jetzt schon über 10 Jahre, ich habe nur die Leukozyten, ne, das ist ja eigentlich die Immunabwehr, habe nur so 2000, 4000 ist so der normale, und ich müsste eigentlich immer krank sein. Habe lange gebraucht, bis ich dann einen wissenschaftlichen Bericht gefunden habe, dass eben auch bei Ketose dann die alten Leukozyten, die alten weißen Blutkörperchen, die nicht mehr so gut sind, die werden halt vermehrt abgebaut, sodass ich nur noch die jungen Vitalen habe.
was auch zu einer Förderung von, egal. Also es ist genau das, deswegen, das ist ja auch das Prinzip von dem Fasten irgendwie, dass der gesundheitsfördernde Effekt, dass halt alles Alte irgendwie, was nicht mehr gebraucht wird und unnütz ist, wird halt irgendwie abgebaut, weil der Körper halt Kohlenhydrate braucht. Das war das Zweite. Und das Dritte ist dann ein bisschen komplizierter irgendwie, das ist die Butyrate. Also es geht hier um Vitamin D. Und Vitamin D ist ja auch so, ne, diese Konservativen, die alles so ruhig halten wollten und die bösen Wissenschaftler. Ja, 15 Grad. Also das wird sogar noch ein bisschen mehr. Ah, ich fange nämlich hier auch so ein bisschen an zu schwitzen. Ihr seht schon, ich habe hier eine Menge Pullover an. Geht halt in ein paar Tagen irgendwie wieder raus irgendwie in die Kälte. Mit diesem kleinen Farbe an Tiny House. Eher ein Mikrohaus. Also, Vitamin D, darf man ja auch gar nicht, obwohl es auch wissenschaftliche Studien gibt, dass sie generell bei Erkältungskrankheiten irgendwie schon mal gut sind. Aber es darf halt nicht sein, dass so eine einfache Mittel, das klingt jetzt wieder nach Verschwörungstheorie, ja, aber wie gesagt, man könnte eben diese psychologischen Studien machen, dass es halt wieder irgendwie welche soziale Gruppe, also Herrschaft oder nicht irgendwie, hat profitiert von einem Belügen der Gesellschaft. Ja, deswegen, das ist jetzt eigentlich keine Verschwörungstheorie, das ist schon Psychologie. Da haben sie halt gesagt, so Ursache-Wirkung von denen, ja, es ist zwar bewiesen, dass irgendwie die gestorben sind, hatten Vitamin-D-Mangel, aber vielleicht hatten sie den ja erst durch die Krankheit und sind noch mit vollem Vitamin-D-Spiegel reingekommen. Aber selbst dann, Vitamin-D ist nachgewiesen und bekannt, dass es halt mit der Immunabwehr zusammenhängt. Das heißt, wenn jetzt jemand dann stirbt und hat einen ganz niedrigen Vitamin-D-Spiegel, dann wäre es ja wahrscheinlich sinnvoll gewesen, dass er davor einen hohen gehabt hat. Ja, und da muss halt hier in Deutschland irgendwie alle viele Mehrheit Vitamin D-Mangel ist, hätte man ja auch Testprogramm machen. Also anstatt jetzt wieder kostenlose Tests zu machen, damit man Bescheid weiß, wie sich der Epidemieverlauf irgendwie entwickelt, dieser schlimme, könnte man das Geld ja machen, irgendwie um allen Leuten mal einen kostenlosen Vitamin D-Test irgendwie aufzudrücken. Ja? Das wäre halt aktiv irgendwie. Und wie gesagt, dieses Aktive, das wollen halt die da oben an der Macht, die wollen das nicht. Okay, also es gibt hier eben das Vitamin D, macht schon eine Rolle, aber es gibt das Vitamin D und das aktive Vitamin D ist eigentlich wichtig. Was so gemessen wird, ist nicht das aktive. Und das wird umgewandelt von, das sind Darmbakterien, spielen eine Rolle. Und das sind genau die Darmbakterien, die Butyrate produzieren hier. Das sind kurzkettige Fettsäuren und das ist eigentlich genau das perfekte Fett für die ketogene Diät. Ja, die halt sehr schnell irgendwie dann Energie liefern kann. Deswegen, das ist jetzt auch wieder eigentlich Ursache-Wirkung, aber es ist eigentlich anzunehmen, dass unser Körper praktisch irgendwie auch die Darmflora beeinflusst, sodass die Bakterien, die ihm halt bevorzugt in der ketogenen Diät diese Butyrate zur Verfügung stellt, fördert. Und diese Bakterien irgendwie, wie gesagt, die sind dann auch vermehrt daran beteiligt, das aktive Vitamin D, sodass der Vitamin-D-Mangel vielleicht gar nicht, es ist in diesen Studien dann irgendwie gar nicht so wichtig, sondern die Umwandlung irgendwie ist manchmal oder oft der Flaschenhals. Ja? So, und diese Bakterien, ja, also wenn dieses mit diesem Umgekehrten, dass der Körper auf die Darmflora einwirkt, was vielleicht eben noch nicht bewiesen ist, ja, das ist dann wieder hier der Physiker, der sich sowas ausdenkt, aber diese Bakterien ernähren sich hauptsächlich von Ballaststoffen. Welche? Die Fermentierung von Ballaststoffen. Und Ballaststoffe sind hauptsächlich in Gemüse. Und für die ketogene Diät benutzt vorzugsweise Gemüse, die wenig Kohlenhydrate haben, die aber trotzdem halt schon so in Festen sind. Und Ballaststoffe sind Kohlenhydrate, die aber nicht verstoffwechselt werden können. Ja, außer von diesen Dingern. Das heißt, für die keto-vegane Diät, das ist ja hier meine, keto-vegane Diät, ja, ist genau dieses Gemüse irgendwie was, irgendwie eigentlich genau das beste Futter für diese Bakterien ist, ja, sodass irgendwie, dass der dritte unabhängige Pfad ist, ja, wie man irgendwie was aktiv irgendwie sich irgendwie gesunder irgendwie verhalten könnte als diese 160.000, die da jedes Jahr sterben. Ja?
Und das ist eben dieser Kritikpunkt von mir, dass man irgendwie ein Problem löst, indem man aktiv, ja, indem man irgendwie auch Risiken eingeht. Ja, das okay, kommt jetzt am Ende hier, da, GoFundMe. Ich wollte mich ja hier infizieren lassen, als die damals in München da und wollte dann irgendwie, als hier in Deutschland zuerst ankam. Ja? Weil das ist, könnt ihr dann bei diesem Video hier schauen. Ja? Es gibt noch was ganz anderes, das nennt sich Virulation. Das gab es vor der kann ich hier bleiben? Oder nee, ich gehe lieber zurück zu diesen schönen vielen Toten hier, ja? Das gab es bevor es das Impfen gab, irgendwie. Das waren halt die Pocken, wirklich Pocken, irgendwie tödliche Krankheit, ja? Und das war eine Methode, mit der sie dann am Ende irgendwie ganze Dörfer komplett mit Pocken infiziert haben, ja? Weil sie halt diese Methode irgendwie war, dass der Virus so abgeschwächt eingedrungen ist, dass das Immunsystem Zeit hatte, praktisch Antikörper zu bilden. Ja? Also man hat zum Beispiel dann eben jetzt hier irgendwie die Pockenviren nicht eingeatmet oder irgendwie hat irgendwie die Haut irgendwie geöffnet und aufgepasst, dass das keine roten Blutbahnen sind, damit diese Viren nicht direkt in die Blutbahn kommen und wieder drunter gemacht. Oder man hat sie irgendwie erhitzt mit Asche, so ein bisschen schon abgetötet. Ja, also dass man praktisch, das ist eine Technik, die gab es schon im 18. oder 17. Jahrhundert irgendwie, ich glaube 18. Ja, und ist halt in Vergessenheit geraten. Ja, also da irgendwie man könnte so viel tun. Ja, und deswegen wirklich, ich meine, klar, man kann natürlich auch einen Lockdown machen, alles zumachen und dann Angst sich in die Ecke verkriechen und sich dann am Ende irgendwie darüber beschweren, irgendwie, dass es einen massiven Anstieg bei anderen Krankheiten gibt, ja, und deswegen das mit der Übersterblichkeit, aber das kann ich jetzt hier nur, es gab ja, aber das ist jetzt hier Oktober 22, das sind jetzt auch schon wieder so vorläufige Zahlen, hier mit den 34.000 Todesfällen, inzwischen haben sie ja hier irgendwie fast die 40.000. Ja, das ist eben wegen der ausfallenden Grippe durch den Lockdown oder sowas jetzt eben eigentlich, das kann ich aber nur erwähnen, ja. Ich habe jetzt hier so nachgerechnet und wegen, okay, ja, 20.000 sind wahrscheinlich wirklich als Corona-Tote gerechtfertigt, ja. Ich bleibe trotzdem dabei, dass hier mit meiner 33-Minuten-Video, dass auch von diesen werden praktisch alle zu dieser Gruppe hier mit den Krebs und den Kreislauf gehören, nur dass die halt im Schnitt noch 2,5 Jahre leben. Also manche werden 5 Jahre noch leben und manche die werden in 3 Monaten sterben, nachdem die hier erfasst worden sind. Ja? Sodass ich eben immer noch der Meinung bin, ja hier, diese Gruppe hier oben, ja, das sind, die haben keine 2,5 Jahre Lebens gestohlenen Jahre und die haben auch keine 9 Jahre wie diese falsche Studie da aus Schottland da oder aus England, ja, sondern das ist, sag ich mal, das sind hier 20 Lebensjahre, die hier irgendwie jedem von diesen Menschen irgendwie gestohlen worden sind und es interessiert ja auch keinen, ja. Genau gesagt, das Volk soll ja dumm und blöd gehalten werden und deswegen, ne, das sind so diese einfachen Konsumdinger, mit der irgendwie das gemeine Volk irgendwie zufriedengestellt wird. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, die Richtigstellung, ja, also es sind schon Menschen an Corona gestorben und wie gesagt, das ist für mich okay, weil es deckt sich eben mit meinem Beweis, ja, ich denke schon, das ist irgendwie ein schöner Beweis, den ich da über Korrelation führe und deswegen nicht über Simulation, sondern, naja, egal, ich komme halt auf 2,5 und deswegen war das schon irgendwie korrekt, wo ist wieder der liebe Boris Palmer, dass ich den noch am Ende irgendwie schön hinsetze, der bitte gerne eine eigene Partei machen soll. Grüne mit Hirn, ich bin dabei, falls er irgendwie dann nicht mehr aufgestellt wird von seinen irgendwie eigenen Leuten. Ja. Okay. Tschüss. Und inzwischen sind wir bei 15,6 Grad. Ja. Der Lüfter, also das ist halt 2000, aber der geht halt wirklich nur noch irgendwie zu 20% oder 10% an. Und ich könnte theoretisch, habe ich ja, es sind andere Videos von mir, aus so einem Luftentfeuchter kann man eine Wärmepumpe bauen. Die hat dann so irgendwie bis zu 600, 700 Watt. Ja, das heißt, ich könnte ja hier irgendwie da unten dann irgendwie noch so eine Wärmepumpe. Aber eigentlich baue ich zurzeit hier einen Holzvergaser. Also das zeige ich noch nicht, weil könnten wieder, ne, als kleiner Physiker ein paar Patente dranhängen. Eine anspruchsvolle Sache, in so einem kleinen Raum einen Holzvergaser, Heizofen, weil Holzvergasen, Holzgas ist Kohlenmonoxid und deswegen, okay,
ist eine riskante Sache, aber ich könnte halt den kleinen Rahmen hier, den könnte ich irgendwie auch im Winter, ja, mit ein paar toten Ästen am Tag irgendwie heizen. Ja, und im Vergleich zu meinem Solarmobil, das sieht man da hinten, das bleibt diesen Winter wohl irgendwie hier bei meiner Solarhalle, ist das hier der pure Luxus für mich. Also weiß ich, dass das reicht völlig. Ja, 1,4 Meter breit, 2,10 Meter lang, sind so 3 Quadratmeter, was? Ja, ich könnte sogar hier oben noch eine Dusche einbauen. Hier haben wir schon so ein Plastikdings. Das heißt, hier, wenn der Holzergaserofen, ja, der muss halt einen aktiven Abzug haben, damit hier Unterdruck herrscht. Also gebt mir da schon Mühe. Aber ja, ich werde jetzt bei dem Video schon die Kommentaranzeige aktivieren. Mache ich normalerweise bei deutschen Videos gar nicht, weil das alles völlig verblödet ist, was da nur kommt. Aber da ich jetzt hier halt irgendwie mit dem die drei, geliked haben, die erzählen das wieder allen weiter. Und deswegen, ich habe sie ja irgendwie schon offline genommen. Ja, deswegen tut mir dann leid. Und könnte es auf die, die da so unvollständige Studien gemacht haben. Aber ist natürlich so, dass ich jetzt hier hauptberuflich mich damit beschäftige. Und deswegen, ich habe es übersehen, dass das halt vom Mitte Sommer war und dass die Daten irgendwie noch unvollständig gewesen sind. Ja, und deswegen bin ich dann jetzt schon stolz, dass ich hier das irgendwie nachgeliefert habe und das trotzdem irgendwie es noch wert ist, ein Video gemacht zu haben. Okay, tschüss.